In den Schnitteinstellungen im Register Vermaßung legen Sie fest, welche Details im Schnitt wie vermaßt werden. Dieser Dialog sieht in der Grundeinstellung geringfügig anders aus als im Projekt, die Inhalte sind jedoch identisch. Wir schauen uns das Ganze im Projekt an. Links oben der Abstand hier mit 200 bezieht sich sowohl auf die linken Maßketten als auch auf die Höhenquoten und die Kniestockvermaßung. Die Kniestockvermaßung links vom Schnitt ist automatisch ein Bestandteil der Maßketten, und zwar des Bereiches Maßketten links. Es ist die Maßkette 1 und hier ist der Kniestock entsprechend vermaßt gemeinsam mit der Oberkante des Dachgeschosses. Oberkante Dachgeschoss und Kniestock führt zu dieser Angabe. Die ebenfalls hier vorhandene Vermaßung Kniestock rechts ist per Klick ein- und ausschaltbar, genauso wie die rechts dargestellten Höhenquoten. Im Moment sind nur die Fertigmaßquoten dargestellt. Wenn die Rohmaßquoten dazugezogen werden, sehen wir diese ebenfalls in der Darstellung. Die Maßketten oben können ebenfalls aktiviert werden. Es gibt zwei Maßketten, die entsprechend über eine individuelle Beschriftung und frei definierbare Höhenangaben inklusive des Bezuges zum Fertig- oder Rohfußboden zur jeweiligen Dachschicht, sprich Sparrenschicht, Dachhaut oder Beplankung definiert werden können. Klassisch sind hierfür die Maßketten bei 1 und 2 Meter oder auch die 2,30 Meter Höhe für die Vollgeschossigkeit. Wird diese Vermaßung zugeschaltet, wird sie im entsprechenden Abstand oberhalb des Schnittes dargestellt. Die Einstellungen für die Maßketten links betreffen die hier links dargestellten Maßketten. Maßkette 1 haben wir schon gesehen, ist der Kniestock. Maßkette 2 ist die Vermaßung der Geschosshöhen inklusive der Deckenstärken. Maßkette 3 die entsprechende Komplettgeschosshöhe. Und Sie sehen, über Hinzufügen und Löschen lassen sich diese Maßketten beliebig erweitern und über das Ergänzen von zu vermaßenden Punkten aus der rechts zur Verfügung stehenden Komplettliste kann diese Maßkettendefinition vollständig individualisiert werden.